fangen wir den Gartenrundgang in diesem Dürremonat hier auf der Terrasse an. Also ich habe jetzt kürzlich erst, als die schwarzen Johannisbeeren fertig getragen haben, habe ich sie ein bisschen geschnitten und gleich die Triebe bzw. Stecklinge ins Wasser gelegt, damit die Wurzeln bekommen. Habe auch schon einige in die Erde setzen können, die dann Wurzeln bekommen haben. Mal schauen, wie viel dann noch draus kommt. Auch wie gesagt, ich biete Pflanzen an, darunter auch die Johannisbeeren. Wenn ihr dann wieder welche habt, dann könnt ihr auch gerne welche abhaben. Das sind schwarze Johannisbeeren. Hier vorne habe ich jetzt auch ein paar weitere Aussaaten gemacht. Hier vorne die ersten beiden Töpfen, das sind Gurken, die ich da ausgesät, einfach aus dem Grund, weil ich hier hinten auf der Terrasse habe ich so einen kleinen Fehler gemacht, anscheinend zu viel gegossen. What? Und deshalb konnten die Gurken vielleicht nicht mehr so ganz so viel Wasser aufnehmen und haben deswegen dann welke Blätter bekommen. Passiert deshalb drin, also es hat hier so ein kleiner, ja, Pflege, ja, eine Misshandlung der Pflege, sage ich mal, oder ein Fehler in der Pflege aufgetreten. Und mal schauen, wenn das dann so weitergeht. Hier jetzt auch zum Beispiel eine Frucht, die recht schön ist, die wir hier dann heute ernten. Das ist eine russische Einlegegurke. Jedenfalls, wenn dann die nicht mal so richtig kommen, dann werde ich da einfach die neuen Gurken reinsetzen und schauen, dass ich noch vielleicht im September noch eine kleine Ernte draus bekomme. Wichtig auch zu wissen ist, dass ich meine Gurken alle 2 Tage gieße, damit die Gurken, also die Früchte hier, nicht zu bitter werden, weil wenn die jetzt zu wenig Wasser bekommen, dann neigen die dazu, bitter zu werden. Und so auch jetzt bei der Dürrezeit kann man das ja ein bisschen verhindern und hinauszögern, wie ich finde. Und deswegen habe ich jetzt die Gurken vorgezogen, auch im Folientunnel habe ich auch ein bisschen Platz, um die reinzusetzen. Ich habe jetzt hier auch Buschbohnen wieder vorgezogen als Fruchtfolge für die Kartoffeln, die ich bald ernten werde. Die werde ich euch dann auch bald zeigen. Die sind bald erntereif und da kann ich jetzt noch Buschbohnen reinsetzen und dann noch bis zum Frost Buschbohnen ernten. Das ist eine schöne Fruchtfolge. Man könnte auch Salat zum Beispiel reinsetzen oder Radieschen aussehen. Vielleicht auch nochmal rote Beete. Dann hat man vielleicht nochmal ein paar kleine Knollen im November zum Beispiel. Also es gibt einige Sachen, die man jetzt noch als Fruchtfolge für die Kartoffeln aussehen könnte. Hier die Zucchini, da konnte ich auch schon wieder einige Früchte ernten. Das ist die bildet weiße Früchte, diese Zucchini. So eine italienische Sorte. Da auch wieder ein bisschen Bohnen, konnte ich jetzt auch schon die ersten ernten. Das ist jetzt eine etwas kleinere. Gab es auch schon, das ist eine mittelgroße, die ich hier jetzt schon ernten kann. Jeden Tag immer so eine Handvoll, die ich da abrupfen kann. Und das Gute dabei ist, die geben hier ein bisschen Schatten auf der Terrasse, die Bohnen. Das sind jetzt die Feuerbohnen, die Traube hier. Da fangen jetzt auch langsam an, die Früchte zu reifen. Und hier auch, da bin ich eigentlich alle 2 Tage am Gießen, weil die natürlich nicht im Boden drin sind, sondern in einem Kübel. Genauso wie hier. Und ja, sollte mal anfangen bald zu regnen, weil hier dahinter die Sonnenblumen in der Kiste, die darf ich jeden Tag gießen, weil sie so viel Wasser verbrauchen. Das kann jetzt für alle diejenigen interessant sein, die jetzt keinen Garten haben, sondern nur einen Balkon. Und zwar haben wir hier Paprika in den Töpfen angebaut und es reicht auch schon ungefähr so einen großen Topf, ungefähr 30 cm hoch, dass man da jetzt schöne Paprika anpflanzen kann. Das ist eine schöne große Pflanze mit ordentlichen Früchten, haben wir mehrere von denen und die brauchen anscheinend nicht so viel Platz, sind ja auch Flachwurzler und da kann man dann hier sehr schöne Früchte bekommen. Also so eine kleine Inspiration für die Leute, die jetzt nur einen Balkon zur Verfügung haben. Muss man aber dann trotzdem eigentlich jeden Tag gießen bei dem Wetter, wenn die Töpfe in praller Sonne die ganze Zeit stehen. Bevor ich jetzt in den Folientunnel reingehe, zeige ich euch erstmal die großen Sonnenblumen. Die sind so ungefähr so groß wie der Folientunnel an sich, also ungefähr 3 Meter. Und da ist jetzt eine vom Wind umgeknickt, die habe ich jetzt aufgestellt, sonst würde sie mir jetzt hier einfach quer über die Wildblumenwiese drüber legen. Und
Das ist immer so typisch, also eigentlich an dem Tag vor der Aufnahme passiert ist, dass die umfällt. Gestern stand die noch wie eine Eins da. Was kannst du eigentlich? Kann man jetzt nichts machen. Und im Tunnel, das einzig Gute daran ist jetzt, wenn man die Pflanzen hier regelmäßig gießt und bei der Sonne und bei dem Wetter, dass jetzt die ganzen Pflanzen einen ordentlichen Wachstumsschub bekommen, sowohl die ganzen Chilis, Paprikas und Auberginen, und die auch schon gut reif werden. Und auch hier der Grünkohl fängt jetzt auch an, weiter zu wachsen. Den habe ich einfach drin lassen, habe die Samen abgeerntet und tue die ganzen Triebe jetzt immer abernten. Hier kann ich jetzt auch schon Pflücksalat-Samen nehmen, habe ich jetzt auch schon die ganze Zeit gemacht. Da, wo ich kann, tue ich halt unten einen Karton auslegen und die da einfach auf den Karton ausklopfen. Und auch wunderbar für das Wetter sind ja die Tomaten. Hier fangen dann überall schon die ganzen Tomaten reif zu werden. Ich konnte schon die ersten schon vor 3 Wochen ernten. Und denen gefällt das jetzt hier richtig gut. Die Früchte werden schön reif. Das sind jetzt mehr die früheren Sorten, wie zum Beispiel jetzt hier die Ochsenherz. Das ist die San Viva. Eine richtig süße Tomate. Dann hier die. Nee, das ist die Iva Sweet White, das ist eine süße Tomate. Das ist die San Viva, die dunkle. Die ist eine braunfäulerresistente Pflanze, also richtig braunfäulerresistent. Eine wunderbare Pflanze, auch fürs Freiland. Nein, doch. Wuchert aber auch ziemlich stark umher. Die sind jetzt schon an der Decke angelangt. Hier auch wie für die Bienen und für die Hummeln Tagetes, um den Boden aufzubereiten. Den Melonen im Folientunnel geht es auch prächtigst. Die wuchern auch ziemlich gut umher. Ich werde dann mal schauen, weil die jetzt alle ihre Blätter so hängen lassen aufgrund der Hitze, ob ich sie jetzt dann nochmal gießen muss oder nicht. Das sehe ich dann am Abend. Jedenfalls haben die auch genug die Früchte schon ausgebildet, Zuckermelonen und auch hier die Wassermelonen. Kann man dann mit einem Klopftest schauen, wann die reif wird. Da habe ich auch mal ein Video dazu gemacht, werde ich euch oben in der Infokarte verlinken, beziehungsweise unten in der Infobeschreibung, wann die halt reif werden. Und ich habe jetzt hier für euch ein ganz gutes Anschauungsbeispiel. Und zwar ist jetzt hier, wenn man die vertrockneten Blätter hier sieht, von einer Pflanze hier, beziehungsweise hier vorne, da hat es eine Melone ziemlich stark erwischt. Ich weiß nicht, ob sie jetzt nicht genug Wasser bekommen hat oder doch jetzt schon. Jedenfalls hat die einen kleinen Schock bekommen, weil ich sie halt regelmäßig auf die draufsteige. Und das ist halt sehr wichtig. Melonen mögen es halt nicht gerne gestört zu werden, beziehungsweise dass man auf die Triebe draufsteigt. Also das kann auch eine Pflanze einem ziemlich übel nehmen. Also die kann dann auch schon hier, die kann man ein bisschen sehen an einem Blatt, dass die ziemlich ramponiert ist. Und die hat ja eigentlich auch eine Frucht, die jetzt deswegen aber auch kaputt geht, weil sie halt nicht genug mit Wasser versorgt worden ist. Und wie gesagt, aufpassen, dass ihr nicht zu sehr auf eure Triebe draufsteigt von den Melonen. Da kann auch schnell mal die ganze Pflanze kaputt gehen, wenn da zu viel Erschütterung der Pflanze ausgesetzt ist. Den Gurken hier am Streifen, am Folientunnel, denen geht es auch wunderbar. Die dürfen jetzt auch schon hier aus dem Tunnel rauswachsen, weil wir halt hier die Seite immer offen haben. Das geht halt in den Garten rein. Auf der anderen Seite, wo halt die Melonen wachsen, da würden sie raus, genau auf die Straße bzw. auf dem Schotterweg. Da möchte ich die jetzt nicht unbedingt haben, dass sie da entlang wächst. Also den Gurken, denen gefällt es hier richtig gut. Kann eigentlich jeden Tag immer einige Gurken ernten. Wie gesagt, die tue ich hier auch alle 2 Tage gießen. Auch mal dazwischen drin ein bisschen Kurkuma. Mal schauen, ob die dann Ende des Jahres auch werden. Die profitieren eigentlich auch ziemlich gut von der ständigen Bewässerung. Wenn ich hier einen kleinen Schwenk rüber mache an den Hochbeete, hier die Melonen, da werde ich auch immer die ganze Zeit gießen. Die bilden jetzt auch schon Früchte, überwiegend die Honigmelonen. Also die wachsen dann meistens hier raus. Hängen dann ganz schön hier an der hinteren Ecke genauso.
sind auch schon zwei Früchte. Und beim Hochbeet muss man ein bisschen aufpassen in dieser Dürrezeit. Da kann man so ein Hochbeet schneller austrocknen, weil es natürlich etwas höher ist und hier über die Seiten sind, die sich halt erwärmen können. Deswegen kippe ich da auch immer einige Gießkannen da jetzt rein, damit die ein bisschen über die Runden kommen und auch nicht zu stark gehemmt werden, dass sie halt noch einigermaßen gut Früchte bilden können. Wie ihr hier sehen könnt, habe ich jetzt auch schon bereits angefangen, den Knoblauch zu ernten. Mache ich dann, wenn das Laub überwiegend welk ist oder komplett vertrocknet ist. Manchmal sind die mir auch stecken geblieben, dann muss ich mit der Handschaufel nochmal ran. Aber das ist dann der optimale Zeitpunkt für den Knoblauch, weil dann ist er am größten, wenn das Laub schön durchgetrocknet ist. Wird ja auch von der Dürre zum Beispiel ziemlich gut begünstigt. Hier lasse ich noch ein bisschen stehen, den Knoblauch. Der kann noch ein bisschen, dann werden die Knollen vielleicht ungefähr doppelt so groß. Und das gleiche gilt natürlich auch für Zwiebeln. Hier habe ich jetzt zum Beispiel eine drin. Ihr könnt das so machen, damit ihr größere Zwiebeln bekommt. Ich habe die jetzt in Blüte gehen lassen. Jetzt geht die ganze Kraft hier in die Blüte. Ihr könnt davor einfach das Grün von der Zwiebel umknicken lassen. Einen Monat vorher, bevor ihr die ernten wollt. Und dann bilden die, tun sie ihre ganze Kraft nochmal zusätzlich in die Knolle reinstecken. Die Kartoffeln brauchen jetzt noch ein bisschen, bis sie komplett welk werden. Das sind jetzt meine blauen und rote Kartoffeln. Die lasse ich jetzt wirklich so lange hier in dem Beet drinnen, bis das Laub welk ist, damit die am besten lagerfähig werden, weil dann die Schale am dicksten ist. Und wenn wir noch zusätzlich erwarten, dass die Buschboden etwas größer werden, wenn ich sie reinsetze, dass die Schnecken sie nicht sofort verzehren, weil ich möchte die Buschboden dann genau dann auch setzen, wenn es dann länger geregnet hat oder wenn es kurz davor ist zu regnen, dann muss ich die nicht jetzt aufwendig meine Buschbohnen gießen, damit die da durchkommen. Das ist jetzt mein erstes Jahr, dass ich hier einen Palmkohl angebaut habe. Ist so eine, ich glaube, eine italienische Version vom Grünkohl. Die Blätter sollen etwas bitter sein, weiß ich jetzt nicht genau, habe ich noch nicht probiert. Habe es jetzt bis jetzt nur für meine Kunden geerntet. Hier ist jetzt der Vergleich zum Beispiel ein Grünkohl nebenan, der auch schon in die Blüte gegangen wäre, da aber die Blüte dann abgefressen worden ist. Und ich möchte mal schauen, wie das jetzt wieder noch weiter wachsen wird. Im Verhältnis auch zum Grünkohl, dann schaue ich mal den Vergleich, ob der Grünkohl, die Sorten, die ich habe, besser wachsen oder der Palmkohl, um einfach mal zu schauen, was ich nächstes Jahr dann nochmal weiterführen möchte zum Anbau. Was ich jedenfalls nächstes Jahr weiter anbauen möchte, ist hier der Kürbis, der GT Oconosim. Auf Telegram habe ich zum Beispiel ein Bild von mir, wo ich den zeige in der Hand und das ist eine riesengroße Pflanze mit auch enorm großen Früchte. Die gehen sogar hier hinten weiter über den Zwetschgenbaum und da hat er auch noch genug Früchte und der wuchert mir einfach hier überall hin, klettert überall rum. Ein paar Früchte sind auch schon im Lorbeer wieder mit drin, da ist er jetzt auch wieder hochgeklettert und ja, also dieser Kürbis, das ist wirklich eine sehr ertragreiche Sorte, bietet auch sehr viele Früchte, also sehr ertragsfähig und ist, wie gesagt, eine mehr als 850 Jahre alte Kürbissorte. Und wer da auch Interesse hat, ich habe immer noch genug Samen von der Sorte. Wer da Interesse hat, kann mich gerne anschreiben bzw. auf meiner Saatgutliste sich weiter umschauen und gucken, ob er mal die Kürbissorte auch bei sich im Garten anbauen möchte. Ich kann es nur empfehlen. Das war jetzt für euch ein kleiner Gartenrundgang. Jetzt steht eigentlich für mich so ziemlich die etwas größere Ernte an von Zucchini, Tomaten und Gurken, wo ich mich auch schon sehr darüber freue. Und jetzt schaue ich auch mal, wie ich jetzt über die ganze Trocken- und Dürrephase am besten hinwegkomme. Ist dann schon ein bisschen auch anstrengender und anspruchsvoller geworden, auch mit dem ganzen Nachgießen, damit mir die Pflanzen nicht ganz kaputt gehen und ich auch noch einen besseren Ertrag habe.
Und jetzt werde ich noch ein bisschen die Zeit genießen, werde mir die Hummeln und die Wildbienen am großen Lavendel von mir anschauen. Und sofern euch das Video gefallen hat, freue ich mich gerne über einen Daumen nach oben. Gerne den Kanal auch kostenlos abonnieren, dabei noch auf die Glocke drücken. Werde ich immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Gerne auch einen Kommentar hinterlassen für den Algorithmus, damit meine Videos weiter mehr Menschen empfohlen wird, damit ja immer mehr Menschen auf mich auch aufmerksam werden. Und sonst gerne auch die Videos oder im Allgemeinen Videos meinen Kanal anderen Menschen empfehlen und auch teilen. Und wenn mich noch zusätzlich unterstützen möchte, damit ich weiterhin für euch Videos machen kann, gerne PayPal, Patreon, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Auch Bankverbindungen habe ich auch für eine kleine Spende. Alles natürlich auf freiwilliger Basis. Gerne könnt ihr auch dann noch ein paar Produkte von mir anschauen, die ich aus meiner Permakultur erwerbe. Zum Beispiel die eingekochte Sachen, Saatgutliste oder auch Pflanzen. Und wer noch weiter hinaus möchte und selbst mal ein bisschen in Permakultur Hand anlegen möchte, beziehungsweise auch in der schleimfreien Heilkost, beziehungsweise eine Gesundheit aufs nächste Level bringen, der kann mich dann gerne für ein Coaching zum Beispiel buchen, zur Permakultur oder der schleimfreien veganen Rohkost zum Beispiel. Oder auch einer meiner Kurse buchen, wie zum Beispiel der 22-Tage-Challenge oder die 42-Tage-Challenge. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.